Jo, hallo und herzlich willkommen bei die Jungs hier am wunderschönen Donnerstag. Heute mit dem Phil und Dr. O. Was heißt denn? Dr. O. Ja, ich bin heute auch mal dabei und wollte mich an der Stelle auch mal entschuldigen, dass ich so oft nicht dabei bin, beziehungsweise allgemein bei den Jungs öfter mal nicht dabei bin. Wollte es euch auch erklären, das ist einfach aus Boshaftigkeit. Ich möchte nicht erkannt. Nee, Quatsch. Ich habe im Moment natürlich sehr viel zu tun mit den ganzen Skripten. Also es ist so, dass bei Waititi für den Freititi-Tag ich dann die Skripte immer ausschreibe. Und parallel dazu kam jetzt noch das Album dazu. Viele von euch wissen es schon. Ich habe es auch schon mal auf Facebook geschrieben. Und klar, es ist sehr, sehr viel Zeit und vor allem ist es uns auch sehr wichtig. Also für uns ist immer noch so das Allerwichtigste halt die Sketche und da wollen wir halt überhaupt nicht an der Zeit irgendwie sparen. Und danach machen wir natürlich so viel, wie wir können und wo wir Bock drauf haben. Aber manchmal ist es dann eben so, dass ich dann bei den Jungs öfter mal nicht so viel dabei bin. Ich hoffe, ihr versteht das und wir hoffen, bei der Com-Com-Show hier den Film öfter mal anzubauen. So oft es geht, werde ich natürlich am Start sein und mit euch zusammen scheiße. Und angefangen hat es mit dem Montagsvideo. Was wäre, wenn os? Hey, wie wär's, wenn du einen Tag keine Freunde hast? Okay, aber was wäre, wenn ihr einen Wunsch frei hättet? Also ich würde mir dann noch mehr Wünsche wünschen, damit ich mir sehr viel wünschen kann. Das ist verboten, glaube ich. Mies, Alter, wie du die Regeln des Universums brichst. Hey, es ist sau einfach, wenn ich da mir jetzt einen Kopf drüber machen würde, wäre das wieder so ein mega Brainfuck-Thema irgendwie. Da gibt's so einen geilen Witz mit Wünschen, der ist ein bisschen länger. Drei Jungs, ja, genannte drei Wünsche. Phil TCOG, gehen zu einer Fee und ja, die sagt eben, ihr habt jeweils zwei Wünsche frei. Ja. So alt. Den kannte ich auch schon. Das ist mein Lieblingswitz. Wie ihr am Dienstag alle erfahren habt, werden wir umziehen. Wir werden nicht mehr in der WG sein, sondern werden umziehen und da werden jetzt ja noch weitere Teile folgen und hier nochmal ein kurzer Ausschnitt vom ersten Video. Ich krieg hier eine extra Ecke mit meinen ganzen Kleidern. Hier oben hängen dann sie die Perücken runter. Hier, der Philips Spielzimmer kommt da nämlich rein. In das Zimmer kommt ein Streichelzoo. Ah ja. Hast du dir das wolltest du das unbedingt haben, den Streichelzoo? Naja, also ich mag halt Ziegen ganz gern. Den Witz kenne ich immerhin. Du magst deinen eigenen Zoo. Ist kein Witz. Hey, wir haben doch mal Crow Zoo Parodie gedreht. Stimmt, ja, dein eigener Zoo. Wenn ich liebe Kinder, welcome to my zoo. Wenn mir irgendein Haustier auf der Welt aussuchen könnte, wäre es eine Ziege oder ein Liger. Ein rauchender Affe, dachte ich. Wobei, seit ich Life of Pi gesehen habe, weiß ich nicht mehr, ob ich einen Liger will. Warum sind die Portale? Habt ihr Life of Pi gesehen? Klar. Ja. Der Wrestle ist... Oh, geil! Der Os ist... Oh, geil! Und der Teasy ist... Oh, geil! Der Wrestle, du bist mir saugeil! Der Wrestle, der... Das hat er selber geschrieben. Passt ein bisschen auf mit solchen Kommentaren. Der ist schon ein bisschen abgehoben mittlerweile. Also der setzt sich schon beim Essen nicht mehr zu uns an den Tisch. Ja. Und mittlerweile trägt er auch immer eine Cap. Goldes und so. Goldes Besteck, so Style. Hat er immer dabei. Ja. Das ist schon ganz schlimm, dieser Wrestle. Am Samstag hatten wir ja die Extras zu Blurred Lines. Jetzt habe ich es endlich mal richtig ausgesprochen. Falling Tits. Immer diese Brüste, die raus. Die Falling Tits. TC. Ich denke, sie meint dich. Ich glaube auch. Bei 1,9 sieht man deinen Tanga. So sitzt keine Frau. So wollen wir aber gern, dass Frauen da sitzen. Du viel lernen noch musst. Ja, hier weiter geht's mit deinem One-Take-Off-Wirt. Und hier seht ihr ihn, den neuen, unfassbar geilen, genialen Waititi-Sketch. Alter! Was haust du so auf die Tasten? Dein armer PC. Ich hasse es immer, wenn der dann so da... Der... Naja, das ist so halt, weißt du, Skripte schreiben ist wie Klavierspielen. Das ist das Emotionale. Philipp, du haust immer auf die Tasten, auch wenn dir langweilig ist. Ja, aber vor allem, wenn ich deine Dialoge schreibe, dann geht's richtig. Nee, aber du immer so... Ja, ich und dann immer löschen. Löschen. Nee, ich geb's zu, ich bin ein Tastenhauer. Tastenvergewaltiger. Das war's jetzt. Schön, dass wir zu dritt heute mal die Kommentare kommentieren konnten. Das fand von ich der, auch. Von der Jungs-Community. Sport macht dazu. Chevos, Chevos. Community. Und ja, wir sehen uns dann morgen mit einem Video auf Waititi. Und das wird richtig lustig. Die Jungs wieder Samstag, Sonntag, Montag, Dienstag, Donnerstag. Die ganze oder auf Wildplay sowieso jeden Wildplay, Tag. Wildplay, Waititi, alles Weltherrschaft. Bis dann, bleibt dran. Das war Christoph Dachten, Spruch egal. Das war's mit der Mini-KKS mit Phil. Hier oben kommt ihr zur letzten Mini-KKS von die Jungs und hier unten zum Umzugsvideo Teil 2 im IKEA.